Danke. Oder der denkt ja auch nur so. Alles klar. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir die nur eine Waffen Challenge. Also ich darf nur eine Waffe verwenden. Egal welche. Gold, lila, blau, grün. Grau, aber ja, ich darf auf jeden Fall jede Waffe verwenden und ich darf so viele Medikits mitnehmen oder so viele Biggies, Minis und so weiter. Ich darf halt nur eine Waffe verwenden, aber jetzt zum Beispiel Heilungsmittel darf ich genügend mitnehmen. Ich hätte gesagt, wir fangen sofort an und wir sehen uns gleich wieder im Spiel. So Leute, wir sind jetzt im Spiel. Ich suche noch schnell aus, wo wir landen. Wir müssten irgendwie außerhalb landen, weil jetzt nicht so viele Gegner hingehen. Deswegen hätte ich gesagt, wir landen hier hinten. Da ist ja nur ein Haus. Müssten wir eigentlich eine Waffe finden. Mal schauen, wie es wird. Vielleicht holen wir sogar einen epischen Sieg. Mal schauen. Kommt noch jemand mit? Okay. Haben wir das ganze Haus für uns? Passt. Mal die Kiste da unten öffnen. Ja, nice. Den Biggie heben wir uns noch kurz auf. Vielleicht finden wir nämlich noch Minis. Schöne Disco hier. Weiter geht's. Als ob wir jetzt schon zwei Biggies haben. Welche soll ich mitnehmen? Ich hätte gesagt, ich nehme hier das Sturmgewehr mit. Mets sind immer gut. Ey, wir haben halt übelst guten Loot. Wir brauchen auf jeden Fall viel Munition. Ist dann bloß belastend, wenn dann die Munition aus ist. Gut, wir haben jetzt 100 Schuss. Müsste, glaube ich, für einen Gegner reichen. Es sind auch nur noch 59 Leute im Spiel. Also 58 Gegner. Ist schon belastend, wenn man nur eine Waffe mitnehmen kann. Oder darf. Aber in das Haus. Wo ist die Zone? Ja. Ist in Ordnung, wo die Zone ist. Wir haben auch irgendwie gar keine Verbände oder so. Aber hier muss auch ein Verband mal drin sein. Ja, ein Biggie. Biggie dürfen wir mitnehmen. Die Waffe müssen wir wieder liegen lassen. Hier noch schnell Munition mitnehmen. Aber Metz. Metz haben wir auch genügend. Leute, noch 38 Gegner. Der ist nicht so extrem gut. Wo ist der hin? Ah. Leute, den holen wir uns eh. Der ist nicht so optimal gut. Hallo, wo bist du hin? Bruder. Hat auch keine bessere Waffe. Ich nehme das so schnell mit. So. Dann wieder ablegen. Weiter geht's. Auch wieder safe im Bot. Oder bleib stehen. Hab dich eh schon. Das One-Shot. Hat auch keinen besseren Loot. Aber Minis. Und Verbände. Also erstmal sortieren. Wir laufen mitten im Freien rum. Uns könnte jeder wegsnipen. Bisschen belasten. Gut. Ich sag mal nichts. Wir haben 6 Minis, 2 Biggies, 5 Verbände. Ja, 2 Fische. Läuft, hätte ich gesagt. Wo ist denn der jetzt? Da ist er.
Kollege. Falsch, ich bin hier. Ja, wir wollten abhauen. Ich hab's genau gesehen. Dann nehmen wir hier schön die Scar mit. Perfekt. Leute, gute Runde. 3 Kills bis jetzt. Ich hab's mir irgendwie schwerer vorgestellt. Oder das. Ja, als ob. Wer war das? Oder das war belastend. So Leute, ich hätte gesagt, wir machen noch eine Runde. Wenn es dann nicht klappt und wir keinen epischen Sieg holen, ist auf jeden Fall Bock gemacht, mal die Challenge auszuprobieren. Und ja, mal schauen, wie die Runde so wird. Und zwar landen wir gleich hier vorne. Landet hier noch jemand? Als ob. Er landet wirklich niemand. Granato lassen wir hier. Ja, so nice. Erstmal alles abbauen. Oder das war ein Bot. Als ob das kein Bot war. Oder da wäre mal komplett schlecht. Ich frage mich, Sprungpolster sind ja im Prinzip auch keine Waffen. Deswegen darf ich die ja mitnehmen. Und Biggie, perfekto. Pumpgun nehmen wir diesmal nicht. Noch, nee, ich dachte schon, noch ein Biggie. Auch geil. Jemand hier, bestimmt wieder ein Bot. Rudi, wo bist du? Gönnen wir hier erstmal ein paar Minis, dann noch hinterher der Biggie. Als ob. Leute, schaut mal, was da steht. Herr Lama. Hier steht einfach Herr Lama. Bruder, was machst du denn hier? Kollege, was machst du denn hier? Herr Lama, Zone kommt, ich rette dich. Sorry, Bro. So. Die Richter müssen wir hoch lassen. So, dahin und dann rüber zum Turm, hätte ich gesagt. Oder Leute? Danke. Oder der denkt ja nur so. Alles klar. Leute, wir machen eine Abstimmung. Stimmt mal oben ab, ob ihr euch getraut hättet hinzugehen. Oder ihr hättet gewartet. Ich hätte gesagt, wir warten. Weil wir wollen ja den Sieg. Wir wollen ja auch Sieg spielen. Wir müssen halt irgendwie. Wir müssen noch ein Stück weiter. Oder da vorne ist er, oder? Aber was bauen die da? Leute, die bauen da einfach eine Base. Eine riesige Base. Leute, wir machen einfach Schwimmtraining. Oder wir fliegen einfach dahin.
Leute, wie belastend ist denn das? Das sind, wie es aussieht, die besten Spiele überhaupt. Also für meine Verhältnisse. Huch. Leute, epischen Sieg! Als ob, Leute. Epischen Sieg. Als ob. Eine Waffe durfte ich nur verwenden. Nur eine einzigste. Und ich habe einen epischen Sieg geholt. Wenn euch auf jeden Fall das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Vergesst auch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Würde mich auf jeden Fall mega supporten. Und ja, wenn ihr Bock habt auf mehr Videos, dann schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Haut rein. Ciao, euer Action Wolf.